No. Ach, guck mal. Und die Kamera geht wieder, Jaco. Das ist ja toll. Stimmt. Dafür geht Saleas Kamera nicht. Ah, hi. Hi. Na, siehst du. Gut, jetzt haben wir es, 45. Ja, fangen wir einfach an. Hallo, schön, dass ihr da seid. Stellt euch mal auf. Grüßen einmal kurz zusammen. Und los geht's. Ihr dürft schon anfangen zu springen. Sehr gut. Springt mal so vor euch hin. Okay. Nach oben. Gehen viermal nach rechts. Kurze Sprünge. Zurück. Links. Nochmal rechts. Links. Das Ganze doppelt so schnell. Wechselt ihr immer die Deckung in die Richtung, in die ihr springt. Und nochmal rechts, links. Vor zurück. Das gleiche nach vorne gehen. Viermal vor. Und zurück. Und gleich Tempo erhöhen. Nach vorne. 1, 2, 3, 4, zurück. 4. Zurück. 4. Zurück. 4 noch. Noch 3. 2. Letztes Mal. Seitenwechsel. Vor. Zurück. Und vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Viermal noch. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Zweimal noch. Zurück. Letztes Mal. Zurück. Und locker. Auf und zu. Nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, mit dem Ausfallschritt nach vorne, rechts, Zeit, links, Zeit, rechts, Zeit, links, rechts. Nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Djoko, was ist? Was grinst du so, Djoko? Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker. Spring voll zurück. Deckung erobern. Du freust dich einfach über das Training, ne? Drehen die Hüfte ein. Oh, tief, tief, tief. Einen Punch dazu. Hüfte eindrehen. Komm, wir könnten einen langen Weg gehen. Okay, hier richtig tief runter und wieder zurück. Eindrehen, zurück. Ja, in der Endposition steht ihr frontal zum Ziel und hier dreht ihr die Hüfte wieder raus. Tief, 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 tief. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Den Arm zur Deckung hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Deckung hoch. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Die letzte. 8, 7, 4, 3, 2. Vor zurück. Wechsel. Deckung ist oben. Dreht die Hüfte ein. Nach vorne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 8, 7. Richtig runter. Komm, die Hüfte rein und lang nach vorne. Die hintere schlägt. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Die Deckung hoch. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Locker. Bleibt in Bewegung. Ziehen das rechte Knie zur Brust nach oben. Hoch. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Seitenwechsel. Hoch. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zweimal 8 noch. Hoch. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, okay, lockern. Nur kurz was. Springt ein bisschen. In Bewegung bleiben. Okay, ziehen zur Seite an. Nach oben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal 8 noch, hoch, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Wechsel, hoch, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, locker. Wir machen ein Minutenspiel, das heißt, wir bewegen uns ganz viel innerhalb unserer Kampffläche. Eine Minute lang laufen, ausweichen, Maid-Bewegungen nach vorne gehen, zurück, seitweg. Eine Minute. Das heißt aber nicht eine Minute. So. Okay. Ihr bewegt euch ganz viel. Rausgehen, zurück. Tipp, tipp. Tipp, tipp. Eine Minute, okay? Fertig. Und los geht's. Komm, schön bewegen, schnell, kurze, schnelle Bewegung. Sehr schön. Lauft ein bisschen, könnt ruhig was trinken. Das machen wir gleich nochmal. Versucht euch noch mal ein bisschen zu steigern. Ja, schnell zu bewegen. Kurze Bewegungen, keine großen Schritte. Immer die ungefähr den gleichen Abstand halten zwischen den Beinen. Wenn es geht, geht nicht immer. Okay, macht euch fertig. Und los. Komm, ein bisschen Tempo. Schneller. Super. Sehr schön. Eine Runde machen wir noch. Da machen wir jetzt als kleine Besonderheit, dass ihr zwischendrin immer mal das Knie anziehen sollt, als ob ihr einen Kick macht. Er springt und wieder raus. Okay.
Deckung ist oben. Gleich geht's los. Denke ich zumindest. Okay, los geht's. Komm, Power, schneller. Kurze Bewegungen. Gas geben, die Knie hoch. Sehr schön. Die letzten 5 oder 10. Ah, okay. Fertig. Lockern. Eine Runde machen wir noch. Dann machen wir das nochmal. Und machen dazu kurze Fausttechniken. Knie anziehen. Mit meiner kurze Fausttechnik raus. Hauptsache, ihr kommt aus der Bewegung raus. Bewegt euch. Nach vorne. Kurze Fausttechnik. Ansonsten immer schön ausweichen, bewegen, nach vorne gehen. All das, was Spaß macht. Okay. Gleich geht's los. Bleibt schön gerade. Sehr schön. Okay. Das habt ihr schön gemacht. Lockern. Geht runter. Liegestütz. Mal und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kommt hoch. Bleiben links vorne, schulterbreit auseinander, gehen weit zurück und gehen nach unten. Tief hoch, bleiben hinten auf dem Fuß ballen. 4, 3, 2 und ziehen. 8, 7, fast bis zum Boden runter mit dem Knie. Noch 4, 3, 2, 1.
Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Der letzte zweimal noch. Tief. Tief. Okay, locker. Seitenwechsel. Schulterbreit. Weit zurück. Hinten auf den Fuß badern. 4, 3, 2 und los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zweimal noch. Tief, tief und hoch. Locker. Holt euch eine Matte oder irgendwas zum Hinlegen. Legen uns auf die Seite. Die Beine sind angewinkelt. Stützen den Kopf oder legen ihn auf den Unterarm ab. Könnt euch mit der oberen Hand vorne abstützen. Und jetzt stellt ihr erstmal das Knie aufs Knie und Sprunggelenk aufs Sprunggelenk. Besser ist, wenn ihr zur Kamera schaut. Dann könnt ihr das nämlich sehen. Okay. Einfach nur drehen. Chaco, ich sehe dich nicht. Okay. Wir halten das Bein. Die Ferse ist der höchste Punkt. Kippt nicht nach hinten ab. Wenn, dann eher so ein bisschen nach vorne kommen. Wir gehen hoch und ab. Okay? 4, 3, 2 und los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, der letzte, oben halten. Bisschen höher, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, legen wir uns auf den Rücken. Ist hier irgendwie mit dem Mikro. Die Bauchmuskeln. Setzen uns auf, gehen tief und hoch. Schlagen jeweils im Auslagenwechsel nach oben. Okay. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2. Nochmal. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Die letzten 8. Komm. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Der letzte. Okay. Ablegen. Drehen uns auf die andere Seite. Das geht auch immer noch so, dass ihr nach vorne schaut. Beine sind leicht angewinkelt. Schützt euch vorne ab. Wir drehen das Knie aufs Knie. Sprunggelenk aufs Sprunggelenk. 7, 6, 5, 4, letzten, 8, 7, 6, 5, 4, okay, das Bein strecken, das ist der höchste Punkt, wir gehen nach oben und nach unten, schön halten, gleich geht's los, noch 4, 3, 2 und los, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2x8 noch, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten 8, hoch. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, okay, halten, noch 4, 3, 2 und ablegen, wieder auf den Rücken, zu Spaß zu und machen diese alten Klappmesser. Das heißt, wir heben, führen die Beine und die Hände zusammen, beugen uns im Lendenwirbelsäulenbereich und die Hände und Füße bleiben vom Boden weg. Okay? 4, 3, 2 und los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, die letzte, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ablegen. Ziehen diagonal, das heißt, wir lassen das rechte Bein aufgestellt, den linken Unterschenkel auf den rechten Oberschenkel legen. Wir ziehen mit der rechten Schulter diagonal zum linken Knie. Der Ellbogen bleibt außen, Daumen nach vorne an die Schläfe, die langen Finger hinter den Kopf, zwischen Kinn und Brustbein eine Faustbreit Platz. Und ihr zieht hoch und haltet die Spannung beim Runtergehen. Okay? 4, 3, 2 und los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2x8, hoch, 7, 6, 5, die Spannung halten,
3, 2, die letzten 8. 8. Kommt. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Der letzte. Oben halten. Strecken den rechten Arm, legen ihn außen ans linke Knie, heben den rechten Fuß vom Boden weg und drücken diagonal. Baut Spannung auf. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay. Lösen. Seitenwechsel. Rechter Unterschenkel auf linken Oberschenkel. Rechten Arm entweder zur Seite weg oder auf den Bauch. Linke Hand an die Schläfe. Wir ziehen diagonal. Linke Schulter, rechtes Knie. 4, 3, 2 und los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 mal 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 mal 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten und Spannung halten. 7, 6, 5, 4, noch 3, 2, der letzte. Und oben halten. Den Arm von außen ans Knie, den Fuß vom Boden weg und gegeneinander ziehen. Feste halten und drücken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay. Lösen. Letzte Übung, bisschen mehr für die untere Bauchmuskulatur. Wir ziehen die Knie wieder hoch über die Brust, strecken die Beine nach oben, kommen wieder runter und schieben die Beine nach vorne und halten sie auf halber Höhe. Okay, das heißt, wir gehen hoch, hoch, ab und vor. Okay? Noch 4, 3. 2 und los. Hoch, hoch, ab und vor. Hoch, hoch, ab, vor. Hoch, hoch, ab, vor. Hoch, hoch, ab und vor. Nochmal. 8. 7. 6. 5. Noch 4, kommt, durchhalten. Noch 3. Noch 2. Nochmal. Die letzten 8. 8, hoch, vor, vor. 7, hoch, vor, vor. 6, hoch, vor, vor. 5, hoch, vor, vor. 4, hoch, noch 3, komm, die letzte, 2, der letzte, vorne halten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, und locker. Gehabt, fassen das rechte Bein am Oberschenkel und machen den Fuß, also das Bein lang. Der Fuß ist erst noch ganz entspannt.
Jetzt die Fußzehen nach unten ziehen, die Ferse zur Decke. Und löse. Seitenwechsel. Linken Oberschenkel fassen, das Bein lang machen. Fußzehen runterziehen, die Ferse zur Decke. Und löse. Jetzt nach oben. Trinkt mal was. Okay. Und wieder die Füße gegeneinander. Schön aufrecht sitzen und die Knie nach unten schieben. Jaco, isst du Chips oder bist du da? Ah ja, okay. Gut, die Füße etwas vom Körper weg. Unterarme aufstellen und die Knie nach außen drücken. Okay, lösen. Lockert mal. Streckt das linke Bein, rechten Fuß übersetzen. Und wir gehen von außen mit der gegenüberliegenden Armseite an das Knie und schieben das Knie zur Gegenseite. Baut ein bisschen Dehnung auf in der Oberschenkelaußenseite, Gesäßseite des angewinkelten Beines. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Seitenwechsel. Strecken das rechte Bein. Den linken Fuß gegen den Oberschenkel stellen und wieder wie so oft eindrehen zum gestreckten Bein hin und nach vorne kommen. Frontal ausrichten, fassen den Fuß und ziehen nach vorne ran. Zieht aus der Hüfte raus, kommt mit möglichst geradem Oberkörper nach vorne und baut Spannung auf in der Rückseite des rechten Beins.
Okay. Aufrichten, drehen uns nach hinten ein, gerade der Oberkörper und schauen, soweit es geht, über die linke Schulter. Lösen, Wechsel. Drehen zum Bein ein, zum linken Bein und kommen nach vorne. Frontal, den Fuß fassen, aus der Hüfte kommen und nach vorne ziehen. Aufrichten, eindrehen nach hinten. Nach vorne, beide Beine strecken und vorne fassen und ranziehen. Wer es kann, fasst die Füße und wer es noch besser kann, lässt die Beine geschlossen. Das kann ich leider nicht. Aber das soll nicht jeder können. Hauptsache ihr dehnt die Rückseite der Oberschenkel. Komm, nochmal 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, lösen. Legen uns auf den Bauch. Die Beine sind geschlossen, gestreckt. Jetzt ziehen wir zusätzlich das rechte Bein neben den Körper ran. Ja, das Knie nach oben. Legt es hier so neben euch ab und da bleibt es jetzt liegen. Versucht das Becken trotzdem tief zu halten und das Knie nach oben ziehen. Die andere Seite winkeln wir an. Und fassen Sie mit der gegenüberliegenden Seite und ziehen jetzt sozusagen diagonal den Fuß zum Po ran. Wir bauen Spannung auf in der Oberschenkelvorderseite und der Leiste, das gebeugte, naja, das Bein, das wir in der Hand haben. Okay, ranziehen. Versucht die Hüfte tief zu halten, den Po ruhig ein bisschen runterdrücken, auch die Leiste zum Boden bringen und immer Stück für Stück den Fuß, die Ferse zum Po führen. Okay, wechseln mal die Seite. Also strecken erstmal beide Beine wieder. Jetzt ziehen wir das andere Bein nach oben hin an. Und dann beugen wir das noch gestreckte Bein, fassen mit der gegenüberliegenden Hand den Fuß und ziehen uns ran. Und wieder die Hüfte, die Leiste in den Boden drücken. Und stückchenweise die Ferse zum Po. Wir bauen Spannung auf in der Vorderseite. Rechte Oberschenkel. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, lösen. Wir können es noch ein bisschen schwerer machen. Nehmen mal dieses Bein
das erste Bein nochmal anwinkeln. Nehmen den Fuß von außen und versuchen, das Bein nach oben durchzustrecken. Lang machen, wenn ihr nicht den Fuß ganz halten könnt, fasst ihr den Unterschenkel und zieht einfach das Bein nach oben hin rein. Okay. Lösen. Seitenwechsel. Das Knie anziehen, fassen und lang machen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Komm nach oben. Gehen auf alle Viere sozusagen und rutschen hier so ein bisschen in diese Froschposition. Bedeutet, ihr seid, liegt auf den Unterschenkeln ab, Hauptgewicht liegt wahrscheinlich eher auf den Knien. Hier könnt ihr auch auf die Unterarme runterkommen und ihr rutscht jetzt auseinander mit den Knien. Habt Spannung auf den Innenseiten der Oberschenkel. Die Unterschenkel sind 90 Grad zu den Oberschenkeln angewinkelt. Die Oberschenkel bleiben so eine durchgängige Linie mit der Hüfte oder bilden eine durchgängige Linie mit der Hüfte. Kommt mal auf die Fäuste, schiebt mal den Po dabei so ein bisschen nach hinten. Nach hinten schieben. Okay, schließen die Knie und gehen in die Grätsche. Bisschen Spannung. Fangt langsam an wieder. Und die Spannung erhöhen. Aus dem geraden Rücken nach vorne kommen oder aufrichten und nach vorne schieben. Geh nach rechts. Geh nach links. Und mal nach vorne. Und diesmal wieder weit nach vorne. Die Spannung gut erhöhen. Und rutscht noch mal rein. Werdet noch mal breiter.
wieder ein bisschen mehr Spannung geben. Und jetzt schiebt mal so langsam nach. Also so geführte Bewegungen, dynamisch. Runter, gleich wieder zurück, wieder ein bisschen mehr rein. Stück für Stück an diese Endgrade gedehnen und rantasten. Gehen nochmal nach links. Passen und ranziehen. Wechsel. Nochmal nach vorne. Wir verlagern jetzt mal sehr viel Gewicht nach vorne und versucht mal nochmal ein bisschen reinzurutschen. Kommt mal nach oben und guckt mal, wie weit ihr hier reinkommt. Und wieder absetzen. Okay, und die Beine schließen. Lockern. Dreht man das rechte Knie nach innen runter, also in der Hüfte eindrehen, in die Innenrotation. Seitenwechsel. Bisschen schnellere Bewegungen. Arme lang nach vorne, den Po nach hinten schieben und die Schultern nach unten drücken. Seid vorne hier ein bisschen, könnt ihr euch auf die Finger stellen. So kommt ihr nämlich automatisch schon ein bisschen weiter runter und deswegen hier kriegt ihr mehr Spannung auf die Schultern und versucht den Rücken richtig lang zu machen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, aufrichten. Ein Bein nach vorne. Stützen ab, entweder hier auf den Fingerspitzen oder auf der Faust, hinten auf den Fußballen und wir gehen tief. Drückt mal die Hüfte runter. Vier, drei, zwei. Hinten absetzen, aufrichten und die Hüfte schiebt vor. Seitenwechsel. Nach vorne. Abstützen, hinten auf den Fußballen. Die Fußspitze bleibt hier vor der Kniespitze, okay? Ihr gebt Gewicht nach unten. Stützt euch ab, hinten auf den Fußballen und ihr dehnt die Hüfte. Oberschenkel, Vorderseite des hinteren Beines, die Rückseite des vorderen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und absetzen hinten,
Und wir schieben nach vorne. Okay. Gut, kommt hoch. Macht mal ein bisschen Platz. Und trinkt was. Okay, heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit Drehtechniken. Gibt ganz viele. Können sehr effektiv sein, haben den Nachteil, dass wir einen etwas längeren Weg immer haben. Ja, also wenn wir hier vorne stehen, kicken mit dem vorderen Bein, ist der Weg relativ kurz. Wenn ich das hier mit dem hinteren Bein mache, habe ich diesen Weg verlängert mit der Drehung und natürlich auch die reine Strecke. Ja. Jetzt gibt es natürlich je nach Einsatzmöglichkeit auch unterschiedliche Technikanwendungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kick mit dem hinteren Bein machen will und will relativ schnell irgendwo hin und möchte viel Distanz überwinden, dann führe ich das Knie oder die Beine sehr nah aneinander vorbei. Ja, das heißt, ich komme hier, schiebe das Bein nach oben hoch und bringe dann den Kick raus. Das heißt, ich habe hier mein hinteres Bein, führe es am anderen Bein vorbei und kick nach vorne. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Schwungmasse mit reinlegen will, dann komme ich eher, ziehe das Bein so bis auf 90 Grad an und schiebe jetzt meinen ganzen Körper, setze also mein Bein schon früher nach oben. Ja. Komme jetzt hier schon mit dem Knie etwas früher rein, sodass ich meine ganze Schwungmasse damit reinnehmen kann. Anwendung eher jetzt hier sowas, wenn ich Distanz überwinden will, im Point Fight zum Beispiel. Und das hier ist natürlich eher etwas, was ich im LK oder VK mit einsetzen würde. Ja? Wir üben, tonisiert euch nochmal so ein bisschen, springt ein bisschen, kickt ein bisschen locker, sodass ihr auch für die Techniken bereit seid. Okay. Die erste Technik, die wir machen, ist der gestrehte Streckkick. Ist die Musik zu laut? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich gut hören? Ja, okay. Ich muss noch mal ein bisschen runter, damit ich mich auch hören kann. Ein Bein steht vorne, wir stehen ganz seitlich. Deckung ist oben. Jetzt schieben wir, also wir machen die Drehung dahingehend, leiten wir ein, das hintere Bein geht ungefähr auf 90 Grad Position aus der Ausgangsposition und wir schauen schon, also der Oberkörper dreht mit und wir versuchen schon so früh wie möglich auf unser Ziel zu schauen. Ja? Also Kampfstellung, gehen hoch, ziehen aus dieser 90 Grad Position das Knie nach oben nach vorne hin an und setzen nach vorne ab. Ja, das ist die Bewegung erstmal. Stehen, ziehen auf 90 Grad hoch, anziehen und absetzen. Okay? Das sind natürlich keine zwei Schritte. Ihr macht ja nicht so, dann so und absetzen, sondern das Ganze ist flüssig. Das hier steht, hoch, absetzen. Ja? Nah aneinander vorbei, absetzen. Machen wir den Kick noch mit dazu. Stehen. Achtet so ein bisschen drauf, dass ihr euch nicht beschummelt und schon so hinstellt, dass das Kickbein in einer Position steht, wo es ein bisschen leichter ist. Guckt, dass ihr ungefähr ganz seitlich steht. Ja? Also hier mit den Beinen auf einer Linie. Bisschen in den Knien. Zieht an. Kick und absetzen. Okay. Nochmal. Hochziehen. Kick. Absetzen. Sieht ganz gut aus. Machen die langsame Bewegung nochmal auf der anderen Seite. Damit wir dann abwechseln können, sonst kriegt ihr einen Drehwurm. Also seitlich stehen, anziehen, der Blick hoch,
absetzen. Nochmal, gleiche Seite, anziehen, hoch, absetzen. Das Ganze flüssiger. Ziehen, ups, ab. Hoch, absetzen. Die Bewegungsrichtung dabei, und das ist relativ wichtig, ist nach vorne. Ja? Wenn ihr hier zum Beispiel den Schwung mitnehmt, dreht, dann kippt das Becken zur Seite hinweg und ihr könnt den Kick nicht mehr nach vorne auslösen und ihr könnt auch nicht Distanz nach vorne überbrücken. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier so kicke, dann falle ich zur Seite weg. Meine Bewegungsrichtung ist nicht nach vorne, kommt unkontrolliert und auch natürlich ohne, also viel weniger Kraft und Power. Also wir sind immer noch eine zweite Seite vorne, das Ganze ein bisschen flüssiger, absetzen. Nochmal die Seite, hoch, absetzen. Nochmal, hoch, absetzen. Machen einmal die Seite noch und dann wechseln wir das Ganze immer ab und hoch. Also Bewegungsrichtung nach vorne, ihr merkt das auch. Ja? Also wenn ihr nach vorne kommt, dann spürt ihr, dass ihr eine ganz andere Stabilität habt. Ja? Also wenn ihr wirklich den Beweg nach vorne wählt. Deswegen sollt ihr auch hier in diesem Bereich absetzen. Ja? Wirklich vorne absetzen und nicht hier hinten oder hier hinten absetzen. Da könnt ihr euch kontrollieren. Okay? Machen es ein bisschen schneller das Ganze und im Seitenwechsel. Und eins. Zwei. 3, 4, 5, 6, 7, nicht wegkippen, 8, 9, hallo, 10, der Sidekick, den ihr da auslöst, der ist so wie der normale Sidekick, ja? Also das bedeutet nicht, hier ist die Hüfte drin, sondern hier ist die Hüfte nach vorne lang gemacht und so kommt der auch raus, ja? Deswegen löst ihr hier schon den Kick aus, anziehen, hier löst der Kick nach vorne aus und dann setzt ihr vorne ab, die Hüfte ist eingedreht nach vorne. Ja, also nochmal, steht, hoch, der Kick löst aus, ihr kommt nach vorne und setzt hier wieder ab. Wenn ihr so absetzt oder in die Richtung wegkippt, habt ihr was falsch gemacht. Okay, also nochmal, wir machen das jetzt mit großen Pausen dazwischen, aber dafür die Kicktechnik sehr schnell, ja. Also nicht, dass ihr so in so einen Rhythmus reinkommt, 1, 2, 3 und dafür das so ein bisschen labi da macht, sondern konzentriert, jede Technik konzentriert, aber dafür auch schnell. Deckung ist oben und 1. Puh. 2. Puh. 3. Puh. 4. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, okay. Ich würde jetzt gerne eigentlich von jedem noch mal welche sehen. Auch von denen, die das Video aus haben. Vivi müsste Vivian sein, jetzt schätze ich mal. Okay. Also, von jedem nochmal 2 pro Seite und richtig schön konzentriert. Zeigt mal, was ihr so da Schönes macht. Na komm. Und kommt. 1. 2. 3
und 4. Okay. Also, das hauptsächliche Problem war schon so ein bisschen die Stabilität, habe ich den Eindruck, ja? Also so dieses Ausgleichen der Bewegung. Das wäre was, wo ihr hervorragend dran arbeiten könnt, auch bis zur nächsten Woche, wo ihr so ein bisschen Stabilitätsübungen machen könnt, ja? Also solche Sachen wie das hier, einfach nur stehen oder mal einfach hier dieses Hochziehen langsam und einfach nur stehen. Schöne Stabilitätsübung. Jetzt machen wir das Ganze mit dem hinteren Bein und machen diese lange Technik, die ich vorhin gezeigt habe. Und das ist eine Halbkreis-Kick-Technik. Das heißt, ich stehe wieder in der seitlichen Position, führe jetzt hier die Beine aneinander vorbei und ziehe mein Knie hoch zum Halbkreis-Kick. Was bedeutet, ich stehe hier, die Knie, das Knie der Oberschenkel zeigt schon in die Richtung, in die ich kicken will, ja? Sodass ich jetzt hier nur noch den Unterschenkel rausbringen muss. Aber ich führe die Beine eng aneinander vorbei. Hier führe ich sie eng aneinander vorbei. Von hier ziehe ich das Bein nach oben und schiebe das Knie nach vorne. Das ist eine gedrehte Technik, wo ich relativ viel Rotationsbewegung auf dem Standbein habe. Das bedeutet, dass ihr da Gefahr lauft, das Knie kaputt zu machen. Ja? Das Knie ist jetzt eigentlich für diese Translationsbewegung nicht so ausgelegt. Das heißt, ich muss in dem Moment, wo ich das Knie anziehe nach oben, hier eine entlastende Bewegung machen. Ich nutze den Schwung des Beines, hier ist noch alles gut. Jetzt ziehe ich mein Knie hoch, ziehe mich nach oben und diese Hochziehbewegung, damit kann ich dein Bein entlasten und drehe auf dem Fußballen ein, sodass der Fuß nach hinten zeigt. Okay? Also, stehen, führe das Knie aneinander vorbei, aus der Position hoch und wieder absetzen. Okay? Nochmal, Deckung ist oben, stehen ganz seitlich, aneinander vorbeiführen, absetzen. Das Ganze ein bisschen flotter. Merkt ihr das mit dem Standbein? Okay, jetzt kommt der Kick hinten dran. Ja? Aus der Bewegung vorbei, Kick, absetzen. Okay, nochmal, hinteres Bein, aneinander vorbei, Kick, absetzen. Sehr schön. Üben wir die andere Seite. Erstmal langsam. Hier, zieht es ran, an euch ran. Eindrehen nach oben und absetzen. Auch hier ist es wieder so, ja, der Oberschenkel zeigt schon in die Strecke, in die ich rein will. Kurz aneinander vorbei, eindrehen, absetzen. Das Ganze ein bisschen flüssiger. Auch hier das Standbein. Entlasten durch diesen Zug nach oben. Den Kick dazu. Nochmal. Ja, einmal, das ist eine halbe Drehung, die ihr da einbaut. Einmal noch. Okay, jetzt machen wir das Ganze im Wechsel und dann flott. Okay, versucht auch jetzt hier ein bisschen Distanz wirklich zu erreichen. Ja, und die gleiche Richtung wieder. Ihr geht nach vorne. Ja, ihr müsst dann auch vorne absetzen. Das heißt, ihr habt hier diesen Schwung nicht einmal zu weit gedreht oder überdreht, sondern ihr richtet euren Schwung nach vorne. Okay. Und eins. Andere Seite. Und zwei. Und drei. Ihr setzt vorne ab, habt gleich die richtige Position für die andere Seite. Vier. Fünf. Sechs. Sieben und acht.
9 und 10. Also in der Bewegung heraus, zum Beispiel, wenn ihr wirklich jemanden verfolgen wollt, wenn ihr eine lange Bewegung machen wollt, kriegt ihr natürlich da nochmal ein bisschen mehr Länge. Ja? Das hier ist eine Distanz, die ich hier habe. Wenn ich reinrutsche, komme ich natürlich noch weiter rein, aber hier kriege ich hier hin und hier kriege ich hier hin. Also da habe ich Länge, aber ist auch der längere Weg. Okay, versuchen nochmal eine andere Technik. Diese ganzen Sachen gibt es ja auch gesprungen. Gibt es einmal diesen Kick, den wir ranziehen und in diese Position eindrehen. Ja? Das heißt, das ist dieser Tornado-Kick letztendlich. Das heißt, ich hole erstmal Schwung mit dem hinteren Bein, setze wieder ab, ziehe das jetzt hintere Bein nach vorne an und hole aus dieser Position heraus wieder Schwung und ziehe das hintere wieder nach. Ja? Also, das hier. Ein Bein steht hinten, geht hoch, wir setzen wieder ab, das holt schon mal Schwung und stehen wir wieder mit der Seite vorne, die vorhin hinten gestanden hat. Ja, so eine, also hier eine halbe Drehung und hier nochmal eine ganze Drehung dran, also anderthalb Drehungen. Okay, da gehen wir jetzt gar nicht so sehr drauf ein, das könnt ihr zu Hause mal üben. Und zwar einfach nur diesen Bewegungsablauf. Ja? Also wenn ich es von der Seite anguckt, hier, ich ziehe wieder mein Bein hoch, wie wir es vorhin auch gemacht haben, nur hole ich hier Schwung. Eins, zwei, tipp. Mit der anderen Seite, hole Schwung, absetzen und hoch. Ja, geht auch mit der anderen Seite. Sehr schön, Chaco. Also, ja, andere Seite holt Schwung, absetzen und ab. Ja, macht nochmal. Die ist schon ein bisschen komplizierter, aber ganz lustig. Okay, also da müssen wir jetzt wirklich nicht so viel reinlegen, ihr muss jetzt kein Kick dran oder sonst was, da würde ich sagen, dass ihr vielleicht nur mal diesen Bewegungsablauf übt. Nochmal, hier stehen, hinteres Bein zieht an, setzt ab in diesen Position, absetzen, das andere holt Schwung und ihr kommt rum und steht. Andere Schwungtechnik, die wir haben jetzt einmal diese Technik gemacht, das ist aber keine Drehung, dieses Rausgehen und Sidekick. Jetzt in dem Fall machen wir es so, dass wir aus der Position heraus, Standposition heraus, versuchen hochzukommen. Das gleiche Prinzip, eng aneinander vorbei die Beine und setzen ab. Okay, stehen wieder, eng aneinander vorbei und absetzen. Beine eng aneinander vorbei, absetzen. Zeig mal. Und geht, auf geht's. Ja. Also das ist jetzt hier kein Sprung, den ihr mit einem Bein auslöst. Ja, das könnt ihr höchstens dann machen, wenn ihr eine Maid-Bewegung nach hinten macht und dann eben nochmal da rauskommt. Aber hier in dem Fall springt ihr mit beiden Beinen ab. Und zieht dabei ruhig beide Knie auch an erstmal. Ja? Also wie so ein Hocksprung. Nur gedreht. Okay. Ja, schön. Im Endeffekt sieht es so aus, ihr steht, guckt raus. Ja, das sind diese gesprungenen Varianten davon. Aber das braucht ihr jetzt erstmal noch nicht zu machen mit dem Kick, sondern diese beiden gesprungenen Varianten, die solltet ihr nur einfach mal zu Hause üben. Dieses Anziehen und wieder absetzen. Auch ein gutes Sprungkrafttraining und diesen, wenn ihr wollt, diesen getreten. Aber hier die Techniken, die wir jetzt dann in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen verfeinern, sind die gehen wir kurz noch mal durch. 5 pro Seite, gedrehter Streckkick und dann der Halbkreiskick von hinten. 5 pro Seite, damit ihr das zum Schluss noch mal verinnerlicht. Okay, ein Bein nach hinten. Und eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ups, und 10. Sehr schön. Und den vom hinten. Halbkreiskick. Eng aneinander vorbei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Okay, sehr schön. Zeit ist wieder um. Ich meine, wir haben jetzt zum Schluss nicht mehr so geschwitzt. Ihr braucht nicht unbedingt einen Cooldown. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch ein bisschen ausdehnen. Ein bisschen einfach nochmal die Muskulatur dehnen. Für uns ist allerdings die Zeit schon rum. Deswegen stellt euch mal auf. Einmal kurz im Stehen verbeugen. Schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut.